Unter Benutzerverwaltung können Sie Praxisinformationen hinterlegen und Benutzeraccounts verwalten. Der Praxisname und die Adresse sind bereits durch die Lizenzdatei der MelaTrace Pro vorausgefüllt. Zusätzlich können Sie Ihre Kontaktdaten in die Textfelder eingeben. Falls auch Ihr Praxislogo auf den Aufbereitungsprotokollen erscheinen soll, klicken Sie bitte auf die drei Punkte und wählen eine Datei aus. Bitte speichern Sie Ihre Änderungen ab und klicken Sie auf den Reiter Benutzer, um das Praxispersonal in MelaTrace Pro anzulegen und zu verwalten. Mit dem Plus-Symbol erstellen Sie einen neuen Benutzer-Account. Füllen Sie anschließend die Textfelder aus und weisen Sie eine Benutzer-ID und ein Passwort für den Login in MelaTrace Pro zu. Die Rolle Benutzer ist für den Dokumentations- und Freigabeprozess vorausgewählt. Falls der Nutzer allerdings auch Einstellungen in MelaTrace Pro vornehmen soll, wählen Sie bitte die Rolle Administrator aus. Um einen neuen Benutzer zu erstellen, müssen Sie das Administrator-Passwort eingeben. Des Weiteren können Sie ein Foto des Benutzers hinterlegen. Klicken Sie hierfür auf die drei Punkte und wählen Sie ein Foto auf Ihrem Computer aus. Abschließend speichern Sie bitte Ihre Eingaben.